Zwar dürfen wir dich nicht töten, aber eine Tracht Prügel ist drüben. Schnapp du ihn! Sching! Was drehst du dir ein? Lynn! Lass die Schwester des Jungen frei! Oh, du willst dem Kind also helfen, will? Wirst du nur? Nun wirst du für etwas sterben, was dich rein gar nichts angeht. Du glaubst auch noch, was du sagst. Sehen wir denn so lampfromm aus? Ich glaube, dir steht ein schwerer Schock bevor. Dummes Mädchen, diese Worte werden dir im Hälse stecken bleiben. Macht sie nieder, Jungs! So. Und ja, dieses Kapitel wird übel. Ich glaube, ich bleib bei diesem Team. Aber Mestia muss trainiert werden. Irgendwer muss mal heute rausgehen. Soll ich Sarah? Nee, Sarah nehme ich nicht raus. Nehme ich Zane kurz? Ich nehme mal Kent kurzzeitig raus und Matthew kommt dafür rein. Und du verwendest... Ja, ihr sagt zwar, es ist Verschwendung, aber nee. Ich verwende das Teil, weil es heißt der letzte Cheat. Und solche Sachen werde ich mir sowieso irgendwann cheaten. Und ja... Also kriegt das Direct Air. Plus 7 KP. Und im nächsten Kapitel wird das sogar schon passieren, dass ich 4 von diesen Starts zu hören mit Direct cheate. Aber erstmal natürlich saven. Save. So, Karte prüfen. Formation. So, aber ich muss jetzt mal kurz einen Cut machen. Also, bis gleich. Mach jetzt einen Safe State. Und bis gleich. So. Da bin ich wieder. So, entschuldigt den kurzen Schnitt. So, die Formation. Also, Florina geht gleich hier runter. Weil sie geht hier runter. Und wir dann direkt den hier wegnatzen und dann wieder hier rüber fliegen. Weil das hier sind Schamanen und das sind Dunkelmagier und habt ihr diesen blonden Typen? Diese blonde, der Mönch halt, der ist halt, der kämpft mit Lichtmagie und der ist sehr effektiv gegen die hier mit Dunkelmagie. Habe ich meine Select-Taste? Hoppla, das wollte ich nicht. Na. Schwere Geburt. Also, Zane geht an die Front. Will geht hier hin. So, und Savin. Und los. Da kommt er. Wie ich sehe, müssen wir uns einem Schamanen stellen, Andreas. Ich hörte, dass das meiste der dunklen Künste furchterregende Gegner sind. Wir müssen vorsichtig sein. Was? Wer seid ihr? Bitte vergebt mir. Es lag mir fern, euch zu erschrecken. Eure Robe. Sie scheint mir ein religiöser Ornat zu sein. Ornat zu sein. Seid ihr ein Bischof von Eliminé? Ja, nun, nein. Ich bin nur ein Akolut, ein Mönch von Eliminé, um genau zu sein. Mein Name ist Lucius. Was habt ihr mit uns zu schaffen? Ich war am Gasthof, als dieses Kind um Hilfe bat. Der Wirt jedoch hatte Angst, sich einzumischen. Er war sehr unfreundlich. Ich hatte keine Angst vor ihm. Diese Art der Behandlung bin ich gewöhnt. Das ist schrecklich. Darf ich euch meine Dienste anbieten? Ich würde dem Jungen wirklich gerne helfen, sofern ich es vermag.
Aber natürlich. Ich danke euch. Der Segen von St. Illuminae ist euch gewiss. So, ich soll jetzt... Ihr wünscht, dass ich den Schamanen angreife? So, mit Blitz ist im Vorteil, wie man an den grünen Pfeilen sehen kann. Und Lucius ist gar nicht mal so schlecht geskillt, aber er kommt nicht ins Endteam. Oh, wie langsam die Schamanen angreifen, das ist so schlimm. Ich kann euch auch helfen. Nils, kannst du denn kämpfen? Nein. Aber ich bin ein Barde und als solcher kann ich euch sehr nützlich sein. Ein Barde? Du meinst, du bist ein Spielmann? Wie das klingt. Dies ist kein Ort für eine Ballade oder einen Saltarello. Kommt schon, vertraut mir. Mein Talent gehört euch, Andreas. Ich soll für Lucius mein Spiel spielen? Spielen. Und Nils zockt eine Runde auf seiner Flöte. Und das hat den einzigsten Effekt, dass Lucius sich jetzt nochmal bewegen kann. Was denkt ihr? Das war entzückend, fast schon erfrischend. Du musst öfters für mich spielen. Ich kann den Schwung gut gebrauchen. Das könnte wohl jeder. Meine Musik kann euch alle erfrischen. Ja, das hat halt den einzigsten Sinn, dass ich Lucius jetzt nochmal bewegen kann und den Typen jetzt hier wegschnicken kann. So, der Bogenschütze muss weg. Er ist die Mauer. Schlitz. Die Damen, die Damen, die Donschuss. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Heil mal seine 2 KP. Swing. Ding. Hast du... Ja, du hast ein Inventar frei. Hat der Heilung? Also du kaufst dir nochmal Feuer. Und für Sarah einmal Heilung. Und mehr nicht. So, mein Schütze geht hier lang. Schon mal den kaputten Baum, anknacksen und kratzen. Du hast jetzt natürlich eine Lanze ausgerüstet, stimmt's? Kommt an dich ran. Okay. So, und Dorcas bewegt sich auch jetzt nach. Oh, jetzt die Mucke. Da habt ihr euch doch ja auf was eingelassen, kann ich euch sagen. Wisst ihr, dass ihr euch gerade mit dem Black Fang anlegt? Jeder, den sie ins Visier nehmen, endet als... Nun, ihr wisst schon. Niemand entkommt dem Black Fang. Zumindest erzählt man sich es sich so. Ihr und diese merkwürdigen Kinder. Lasst euch sagen, ihr seid am Ende. Nicht, dass es mich etwas anginge. Sicherlich nicht. Black Fang? Also. Das klingt sehr... Verbrenne, ha! Und tschüss, ha! Wenn wir später auch so einen Schamane haben, dann haben wir jegliche Arten von Magie. Jetzt bin ich dran. Und tschüss! Dip dam, dip dam, dip dai. Sing! Du erhältst eine neue Eisenlanze, die bekommt dann aber Kent. Weil deine Lanze ist noch ganz in Ordnung. Du, ist heilbereit. Du kannst bis dahin. Zack. So, aber ich muss jetzt den Part beenden, also bis zum nächsten Mal. Ciao.